Herzlich willkommen zurück im FM 13 mit ES Gewartenscheid 09. Noch herzlich willkommen zum neuesten Part gegen Cora Marienborn in diesem Spiel. Und ja, letzte Part 3-0 verloren, Schalke 2. Ja, aua. Anders kann man halt nichts zu sagen weiter. Es war keine gute Leistung. Hat keiner, eigentlich der Spieler hat überzeugt. Wir werden auch jetzt hier wieder Daric und Jotke mit dabei haben. Und Trophobie, wie gesagt, den wollen wir jetzt einfach mal spielen lassen. Mal gucken, ob er sich noch mal ein bisschen steigern kann. Zur neuen Saison, wie gesagt, soll er eine wichtige Stütze werden. Da muss er jetzt aber auch langsam mal ein bisschen mehr Gas geben. Also von der Konstanz auch mal ein bisschen mehr Leistung geben. In Kamerinborn wollen wir es ihnen zu schaffen. Und ja, es könnte der Klassenhalt jetzt quasi hier in diesem Part eingetütet werden. Wir können aber noch mal ganz kurz noch mal ein Blick werfen, weil es ja dann doch noch mal wichtig ist für die kommende Spielzeit. Wir suchen da ja immer noch nach neuen Spielern und ja, könnte hier so einer da beispielsweise noch werden. Ablösefrei. Sagt man ja nichts dagegen, ne? Böse freien Spieler zu vielleicht zu bekommen. Aber das Problem ist, du musst hier mit Wattenscheid wirklich mit der Kohle locken. Anders unterschreiben die nicht. Und was mir, sage ich mal, privat jetzt voll aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob da irgendwas im Argen liegt, sage ich mal, an der Datenbank, oder ob das früher auch schon so war. Jedenfalls gefühlt 90% der Spieler, wo Verträge auslaufen, sind die weg. Offensichtlich nicht mehr motiviert oder hat sich entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen. Du hast keine Chance mehr, mit den Spielern zu verlängern. Und wenn das natürlich jetzt hier auch der Fall sein sollte, bei Wattenscheid, dann haben wir irgendwann ein enormes Problem. Und dann müssen wir auch reichlich Spieler verpflichten. Und ja, gut, ich will da noch gar nicht drüber groß nachdenken eigentlich. Wenn hier nochmal. Jan Kraus. Anna, wie viel hat der? Stärke 61. Ja, nicht zu ver- noch von aus. Mein Fehler. Das war mein Fehler. Vergessen hier drauf zu klicken. Suchen aber nach Spielern, die uns auch weiterhelfen. Was ist die Frage? Welche Spieler helfen uns weiter? Ne? Das ist immer noch so. Man beispielsweise auch noch mal holen. Härte, ehrgeizig, anpassungsfähig und Gelassenheit. Das ist doch eigentlich. Brauchen wir wahrscheinlich wieder gar nicht anfangen. Verteidiger Lauberbach, der läuft immer noch aus. Da will ich auch nicht locker lassen. Probieren wir es einfach nochmal. Aber jetzt müssen wir ran gegen Kahn Marienborn. Gucken, ob uns ist jetzt wieder ein bisschen besser gelingt als im letzten Part. Kamerimor beginnt sofort offensiv. Ein Schuss von Jadue geht aber weit über das Tor von Staud. Spielen auch mit Abseitsfalle. Wattenscheid hat damit seit 3,5 Minuten kein Tor. Ach du Spaß. Echt? War ja aufgefallen.
ein bisschen Tucken zu wenig irgendwie, was wir zeigen. Jetzt aber vielleicht mal Hornig flankt scharf vor das Tor der Marienborner. Ophobie kommt am zweiten Pfosten zum Abschluss. Der Wattenscheider hämmert den Ball aber in die Wolken. Immer wieder ist. Teilweise gute Noten dabei, teilweise befriedigende Noten dabei, auch manche wieder nicht so gut. Trophobie ist viel zu unkonzentriert. Der ist einfach nicht so weit. Ich sag's immer wieder. Brandenburger fängt einen Angriff der Wattenscheider vom SG Wattenscheid 09 ab und schickt Junior Abbott Itchy über rechts zum Kontern. Tell kann den bisher unauffälligen Mittelfeldspieler nicht entscheidend aufhalten, der im Strafraum Bodenstaub keine Abwehrchance lässt. Langer Ball auf rechts von Sam Tell. Trophobie bekommt das Leder unter Kontrolle, legt sich den Ball etwas zu weit vor. Natürlich schaut es eigentlich der Lage. Ich den Ball etwas zu weit vor. Schauerte ist eigentlich Herr der Lage, will den Ball locker ins Ausrollen lassen, doch Trophobie setzt nach, kommt im Ballbesitz und zieht sofort nach innen, während Schauerte überrascht hinterher stolpert. Kluger Pass in die Mitte auf Yannick Touré ins Tor. Kann man machen, wir haben so nach 300 Minuten mal wieder ein Tor erzielt. Trophobie, ja, das war jetzt mal so der erste Ansatz, den wir da auch gerne mal sehen wollen. So, Jerzylowa kommt jetzt in die Partie noch für Wasim. So, Thiel müsste eigentlich. Weggenommen werden, ne? Holla. Jum Jotke kommt wieder mal in die Partie. Kevin Krumm jetzt auf Seiten der Marienborner für Lukas Skepanik. In Aktion von Clemente, der vom Brandenburger fortwährt gute Freistoßposition. Jetzt auf unserer Seite Freistoß von Steve Dunga, konzentriert sich damit einen Riesenanlauf wie einst Roberto Carlos schießt. Trifft aber genau das Bein von Petrovic. Der in der Maus. Mann. Mach's doch auf wie Roberto Carlos. Sowas hat hier noch nie. Da steht wie Roberto Carlos. Ecke von rechts, Nico Lukas. Nico Lukas, Firat Tunca erklärt zunächst den. Dann gewinnt damit. Was? Arthur Thomas einen Zweikampf gegen Trophobie und befördert den Ball in den Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Tunga, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Jerzylowa steht in der Schussbahn. Fällt den Ball mit der Hacke ab. Robert Jandrusch ist chancenlos. Nico Brandenburger hat es abseits abgehoben. Ich glaube auch Antlitz, glaube auch, also wird nach der Saison wahrscheinlich wieder zur Trennung kommen. Wir haben alle ausgewechselt, oder nicht? Hä? So wurde noch nicht durchgeführt. Eine Außenlinie bringt Petrovic Antlitz zu Fall, sieht dafür die gelbe Karte. Wattenscheid-Spieler wirken müde. So, irgendwie diese 10 Minuten noch durchhalten.
Antlitz und Jeschlo lassen die linke Seite der Mariboner Abwehr schlecht aus. In der Mitte kann Matthias Schlemmitte aber nicht zum Kopfball kommen. Oh Mann, das ist auch so ein bisschen irgendwie dieses Glück erzwingen. Das klappt irgendwie hier noch nicht so wirklich. Oh nein, bitte nicht. Nicht in der 89. Minute. Pass von Janis Hofmann durch die Beine von Mücke. Findet Krumm. Schaufer, der fackelt nicht lange und schließt aus 14 Meter Horten. Rechts und er fliegt Eck ab. Ich krieg einfach zu schnell. Bocholt und Rödinghausen 1-1. Aachen unterliegt Lippstadt 0-1. Gladbach unterliegt Köln 2. Gladbach 2. unterliegt Köln 2. 1. FC Köln 2. 1-2. Mein Gott. Rot-Weiß-Ahlen, Oberhausen 3-0. Fortuna Köln gegen Strehlen 3-0. Münster gewinnt gegen Düsseldorf 2-1-0. Wienbrück Schalke 2-20-0-0. Wattenscheid Marienborn 2-2. Und Wuppertal Düren 1-1. Somit Tabelle wie folgt aus. Wir sind auf Rang 11, haben somit den Klassenerhalt sicher, was ja schon mal nicht ganz verkehrt ist. Und ja, die Lippstädter, die sind jetzt da ganz schön unten am Kommen. Setzen jetzt Aachen gleich mit unter Druck. Da bin ich mal gespannt. Jetzt ist auch Köln 2. wieder Tabellenführer. Köln 2., Wuppertal und Schalke werden es wahrscheinlich unter sich machen. Münster, gehe ich mal auf... Ja, die werden keine Chance mehr haben. Die haben ja 7 Punkte Rückstand. Die werden keine Chance mehr haben. Also die drei machen es um den Aufstieg in die dritte Liga. Am Saisonabschluss, im letzten Part der Saison, werden wir natürlich uns auch sämtliche Tabellen nochmal angucken. So was ausgegangen ist, wer international sich qualifiziert hat und weiter und so fort. Und Betulay Özcan wechselt zur kommenden Saison ablösefrei zu uns. Weil der Wechsel ist also durch. Und Lauber, was wird das direkt schon abgelehnt? Es wird nicht mal nachverhandelt. Leute, es wird nicht mal nachverhandelt. Da wird gleich sofort gesagt, nö, ist nicht. So, Timo Mehmet Kessim, was machen wir? Der Leihvertrag von Kessim läuft bald aus. Es gibt keine Kaufoption für den Spieler. Mehmet Kessim kam in den meisten Spielen zum Einsatz. Seine Leistung befand sich einfach auf demselben Niveau. Sein Mitspieler, der Spieler, könnte den Mann verpflichten. Er wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung im Team. Der Spieler würde lieber zurückgehen. Werden wir auch akzeptieren. Mach's gut, hau rein. Auf Wiedersehen. So, Henry Rorik. Henry Rorik bestimmt einige Spiele. Seine Leistung waren über dem Durchschnitt der Mannschaft. Dieser Spieler ist ein wichtiger Bestandteil des Teams, wir sollten ihn verpflichten, sagt er. Der Spieler würde aber auch lieber gern zurückgehen. Immer 170.000 aus, aber wird abgewiesen. Dachte ich mir beinahe schon. Also, Leihe wird enden. Yannick Touré bestimmt einige Spiele in seine Leistung, befanden sich etwa auf demselben Niveau seiner Mitspieler. Dieser Spieler könnte man verpflichten. Er wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung für unser Team, sagt er. Und der Spieler wird natürlich auf jeden Fall gerne zurückgehen. Also, Quasim beschrieb einige Spiele, seine Leistung befanden sich etwa auf demselben Niveau seiner Mitspieler. Das ist mal was Neues. Dieser Spieler könnte man theoretisch verpflichten. Er wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung fürs Team, aber der Spieler will zurück. Also, ich sehe da eine gewisse Linie. Aber wir können ja probieren, die Leihe nochmal zu verlängern. Ja, oder abgewiesen. So, Sam Tell bestritt einige Spiele. Seine Leistungen waren weit über dem Durchschnitt der Mannschaft. Der Spieler, ein wichtiger Bestandteil des Teams. Wir sollten ihn verpflichten. Der Spieler würde lieber bleiben. Ja, ich hätte ihn auch gerne, sage ich mal, weiter gehalten. Aber ich denke mal... Ja. Soll nicht machen. Schade. Artus Clement. Ja, Matos Clement bestritt einige Spiele, seine Leistungen waren über den Durchschnitt der Mannschaft. Dieser Spieler ist ein wichtiger Bestandteil des Teams. Sie sollten ihn verpflichten, sagt er. Will natürlich lieber zurück. Und Böse hat 2 Spiele gemacht, 17 Minuten gespielt. Geil. Die Leihe hat was gebracht. Hätte auch bei uns auf der Bank sitzen können.
Jetzt gucken wir nochmal einen Blick. Künftige Wechsel, da haben wir jetzt drei, also Ötscher, Boboy und Gibson werden zur kommenden Saison zu uns stoßen. Es wird aber nicht bei den drei Transfers bleiben, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal agieren müssen. Aber gut, das beschäftigen wir uns dann in einem anderen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Würde mich da wahnsinnig drüber freuen und würde wahnsinnig auch helfen. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vergesst dann nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Und schaut gerne bei den anderen Projekten auch mal rein. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part gegen Rot-Weiß Oberhausen. Danke fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und tschüss.